Das ist die Geschichte von einem Mann mit dem Namen Hahnemann. Hahnemann lebte als angesehener und vielbeschäftigter Arzt. Er verkaufte Medizin aus Heilkräutern und schrieb viele gute Bücher über die Naturheilkunde. Doch wie kam es dazu? Hahnemann führte ein sehr untriebiges Leben, ständig auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wechselte er seine Orte wie kaum einer zur damaligen Zeit. Geboren in der Porzellanstadt Meißen, ging er nach Leipzig und studierte dort Medizin. Mit dem Ziel, den Menschen zu helfen und Krankheiten zu heilen. Seine erste Assistenzortstelle fand er in Österreich, genauer in Wien. Von dort ging es weiter nach Hermannstadt, das in Rumänien liegt. Seinen Doktortitel erhielt er in Erlangen. Danach ging es über Hettstedt, Dessau, Gommern und Dresden nach Leipzig, wo er Studenten in der Naturheilkunde unterrichtete. Eine Irrenanstalt für wohlhabende Menschen leitete er in Gotha, die aber mangels Patienten bald wieder schließen musste. So gelangte er nach Köthen, der sympathischen Stadt, mit dem Weltruf vor allem in homöopathischen Kreisen. Denn dort arbeitete er als Leibarzt des Herzogs und begründete die Homöopathie, bei der Krankheiten in einem besonderen Verfahren behandelt werden. 14 Jahre lebte und liebte er in dieser Stadt. Dank seines Wissens um die Naturheilkunde war Hahnemann selbst bis ins hohe Alter geistig und körperlich sehr fit. Und so traf er seine zweite große Liebe und ging mit ihr nach Paris. Glücklich und zufrieden liebten sich beide noch eine kleine Weile, bevor Samuel Hahnemann 1843 verstarb.